Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Final Fantasy IX. Ich habe wegen dieser mysteriösen Quest herausgefunden, dass das eine langwierige Quest ist. Und zwar passiert ja erst wieder was, wenn wir weitere Erlebnisse erlebt haben, quasi. Also, wo ist denn eigentlich unser Flugschiff? Egal. Wenn wir weitere Erlebnisse quasi. Ja, wenn wir weiter in der Story vorankommen, dann können wir hier wieder nach Lindblum zurückkommen und dann soll es wohl angeblich weiter mit den Geschehnissen in dieser mysteriösen Quest gehen. Wo ist mein Flugschiff? Da. So, und ich möchte gern ins Flugschiff rein. Wie war das immer? Dreieck, oder? Genau. Und zwar wollte ich auch nochmal nach Madainsari und diese Quest, also Quest kann man das ja nicht wirklich nennen, aber wollte dann diesen Abschnitt auch mal erfolgreich abschließen. Wo kann ich eigentlich meine Mitglieder wechseln? Ach, ich bin schon wieder vollkommen verwirrt. Ich muss doch ehrlich sagen, ich habe jetzt 2 oder 3 Wochen kein Final Fantasy mehr gespielt. Ach, hier. So, und zwar nehmen wir einfach mal die Lily mit. Und Mahagon. Und hoffe, dass es diesmal klappt. So, wo bin ich? Hier unten bin ich. Dann kann ich ja einfach hier unten drüber fliegen. Und schwuppdiwupp sind wir dann noch gleich da. Wo war Madainsari nochmal? Hier. Ah, hab schon. So, auf ein neues. Ich mag die Musik immer noch nicht. Sie ist so düster. Da gefällt mir das schon viel besser. So, und da wir jetzt Lily und Maragon dabei haben, wird sie jetzt doch die Flucht ergreifen, nicht wahr? Also Lani. Hallo, guck, guck, weg ist er. Und sie rennt nach hinten, okay. Hier ist weiterhin nichts zu finden. Gut, dann gucke ich mal, ob sie vielleicht hinten bei den Wandgemälden rumlungert. Und dann wechseln wir nochmal die Teammitglieder. Weil ich glaube, wir mussten erst dieses Event einmal durchgemacht haben, damit das Ganze hier funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da ist. Nee. Sieht nicht so aus. Ich gehe einmal rum. Nope. Also wieder raus. Was ja schön wäre, wenn ich direkt hier meine Gruppenmitglieder wechseln könnte. Das kann ich aber, glaube ich, nicht, ne? Oder, du Mogri? Dieser Nebel, der den Himmel verdunkelt, ist schrecklich. Ich leide deswegen schon an Depressionen, Kubo. Och, der Arme. Ich guck kurz nochmal, ob sie wieder da steht. Nee, diesmal nicht. Okay, ich gehe dann nochmal raus. Wechsel die Teammitglieder und versuch's dann nochmal. Weil hier hatten wir ja jetzt nicht die Möglichkeit, die Mitglieder zu wechseln. Weil der Mogi hier vorne verkauft ja nur, ne? Verkaufst du nur? Ja. Also nochmal aufs Luftschiffchen. Mitglieder wechseln. Und ab geht's. Das geht aber auch nicht über den Mogi, über die Weltkarte, ne? Da geht ja auch nur Zelten speichern und so, genau. Ja, weil, ist so. Entschuldige, kleiner Mogi. War nicht so gemeint. Ich dreh mal kurz.
So, Mitglieder wechseln. Ich glaube, ich nehme die Eiko dann auch mal raus. Vielleicht bringt's was. Jetzt bin ich gespannt. Gespannt, gespannt, gespannt. Noch kurz durch Esszimmer. Da steht sie und guckt uns diesmal nicht an. So, einmal reden. Wenn ich hier in dieser Idylle mit den Mogris rumhänge, kommt mir die Zeit, wo ich ständig dem Geld hinterher lief, so lächerlich vor. Ja, das hatten wir schon mal. In den Zimmerchen dort las ich Worte, die eine Bedeutung zu haben scheinen. Ah, es funktioniert. Okay, danke schön, lass mich durch. Es funktioniert. Na, da. Zidane. Dankeschön. Da sind eingeritzte Schriftzeichen. Beschreite den Weg vor in die Zeit. Beschreite den Weg zurück in die Zeit. 9 ist die Zahl der Neige und die Zahl allen Anfangs. Okay. Beschreite den Weg vor in die Zeit. Aha, okay. Soll wohl heißen, dass sowohl der Weg nach vorne als auch zurück jeweils einmal gezählt werden. Aber was genau wird hier denn gezählt? Das ist interessant zu wissen. Es geht nämlich um die Wandgemälde. Da schreite ich jetzt mal schnell hin. Und ich hoffe, ich versemmel es nicht. So, schreite vor in die Zeit. Also nach rechts. Da war das Geräusch. Zurück. Da war wieder das Geräusch und nochmal zurück. Nochmal. Weiß jetzt gar nicht, wie oft ich das machen soll. So, ich glaube, ich habe es oft genug gemacht und irgendwo müsste ich doch jetzt auch was lesen können. Das hatten wir, glaube ich, schon. Moment. Die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, ja. Das hatten wir auch schon. Da schon wieder. Ich gehe nochmal zurück. Ich weiß nicht, wie oft ich das machen muss. So, das hatten wir. Das hatten wir. Ich höre das Geräusch, aber... Ein Moment. Nee, das hatten wir ja. Das auch. Okay. Wir machen das jetzt einfach mal so lange, bis irgendwas passiert. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Oh, ja. Siehe da, Komplettheilung der HP und MP. Alle Zustandsveränderungen aufgehoben. So, hier kann ich jetzt was lesen. Zu fürchten sind nicht die immensen Kräfte der Beschwörungsmagie, sondern wir Esper, die Kontrolle über sie haben. Begeht jemand stets denselben Fehler, deutet dies auf einen labilen Geisteszustand und auf unendliche Gier hin. Bedeutet allwissend zu sein, etwa die Befreiung? Hier können wir jetzt auch was lesen.
Der Ort, wo sich die Adern der Erde sammeln. Der Ort, wo der Puls der Planeten zu spüren ist. Besänftige deinen Atem und überlasse alles der Erinnerung. Die Momente der Erinnerung türmen sich und spinnen das Netz der Zeit. Das Türmen der Zeit ist unsere Bestimmung. Die Bestimmung wird ersetzt durch die Erinnerung und sie formen den Strom der Zeit. Die ewige Wiederholung des Stroms. Sich dem Treuhänder des Kreislaufs nähernd, das Verständnis für die Welt vertiefen. Dies ist der Ort der geistigen Vollkommenheit der Espa. Die weltweit verarbeiteten Überlieferungen der Bestia. Aus alten Überlieferungen haben wir von der Existenz der Bestia erfahren. Der Herrscher des Donners, Ramu, ist die erste von ihnen. Seit geraumer Zeit war seine Existenz schon eine Legende. Aber nicht die Bestia ließen die Legenden entstehen, sondern die Legenden die Bestia. Eine der ersten entdeckten Bestia, Shiva. Zur Zeit der Entdeckung noch in der Gestalt eines kleinen Mädchens, mittlerweile tritt sie jedoch auch in Gestalt einer Frau auf. Ihre Existenz bestätigt die Theorie der Anpassungsfähigkeit der Bestia, die je nach Zeit und Ort ihr Aussehen verändern. Regionalen Überlieferungen zufolge wird sie als Elfe des Schnees bezeichnet. Mittlerweile lebt sie nur noch in den Schrifträumen der Espa weiter. Im Volksmund wird Shiva auch die Schneeelfe genannt. Der Grund für ihre Metamorphose ist unbekannt. Das hatten wir. Hier, Ifrit. Ach, da taucht keins auf. Schade. Und das ist von dem hier, ne? Genau, das hatten wir ja auch. Hier. Geliebter Aiko, verbleibe im Dorf, bis du dein 15. Lebensjahr vollendet und du dir eine eigene Bestie angeeignet hast. Lerne deine Kraft zu kontrollieren. Danach suche nach Freunden, mit denen du deinen Lebtag verbringen willst. Von einem weit entfernten Ort wünsche ich dir ein glückliches und zufriedenes Leben. Oh. Oh Aiko, du letztes Kleinod unseres zugrunde gehenden Dorfes. So gut wie nichts können wir, die dem Tod geweiht sind, für dich tun. Und so hegen wir nun einen einzigen Wunsch auf unserem Weg zurück zu den Sternen. Wenn die Überlieferungen nicht aus dem Bestia geboren werden, sondern die Bestia aus den Überlieferungen. Wenn die Überlieferungen aus den Gedanken der Menschen entstehen, so hinterlassen wir eine weitere Legende einer neuen Bestia. Diese Bestia ist ein Freund der Menschen und soll sie schützen. Es herrscht Unklarheit über die Existenz einer uns nicht bekannten Bestia. Es gibt Augenzeugenberichten, die eine Bestia über Estogasa gesehen haben wollen. Sollte es eine Bestia geben, die nicht in unseren Überlieferungen erwähnt wird, dann ist unsere Theorie falsch. Oder aber ein fremdes Volk erzählt in einem fremden Land eine von uns fremde Geschichte über eine uns fremde Bestia. Oh, das ist ja schon sehr interessant hier, aber das war nicht die Info, die ich unbedingt haben wollte. Ah! In dem wütenden Sturm konnte ich überleben, aber seid ihr wohl auf? Schließe ich meine Augen, so sehe ich stets eure lächelnden Gesichter vor mir. Öffne ich meine Lider, so sehe ich euch vor mir stehen. Aus unerfindlichen Gründen bin ich verletzt. Lange werde ich auf eure Heimkehr nicht warten können. Ich empfinde Reue für meine alltägliche Gehässigkeit. Aus diesem Grunde schreibe ich dies hier nieder. Es ist nur für eure Augen bestimmt. Wir haben gestritten, und doch schien ich emotionslos. Aber meine Liebe zu dir ist wahr, meine geliebte Frau, Joanne. Jeder einzelne Tag nach deiner Geburt erfüllte mich mit Glück. Dies wollte ich dir mitteilen, meine geliebte Tochter Sila. Die Info wollte ich. Ich werde euch an der Seite auch noch eine kleine Info dazu posten, um das noch ein bisschen genauer verstehen zu können. Das hatten wir. Das hier auch, ne? Ja, genau. Und Atmos? Das herrscht Unklarheit? Ja. Hatten wir auch. Haben wir jetzt alle durch? Das. Ja. Das war's, was ich euch zeigen wollte und worüber ich euch informieren wollte.